Hey Leute, hier ist Hunted. Wir sind bei Joshua aus seinem Taiwan-Account und haben 45.000 Gems zur Verfügung, weil wir ein Ausgeben-Event haben. Und wir haben eine sehr hohe Chance, bei diesen 45k Gems, wenn wir die raushauen, den ollen Elektriker hier zu bekommen. Und, ach nee, wir wollen nicht gleich anfangen mit Rollen, sondern wir wollen erstmal in den Heldenaltar blicken. Und ja, da sehe ich doch schon viele wichtige Helden. Wir haben hier einen Mino, können wir uns mal anschauen. Mit 8er Kriegsgott gleich. Ja, so ähnlich sieht meiner auch aus. Der macht super Spaß so. Ja, hier fehlt noch so das letzte i-Tüpfelchen. 8er Bersi, 10er Skill, aber gut, kann noch kommen. Ja, tödlicher Treffer auf dem SK ist ja mal die Diskussion, TT oder Ätzen. Ich persönlich habe. Oder bin jetzt wieder auf meinen 8er tödlichen Treffer SK gewechselt, weil er einfach mal im Lost Battlefield ein gegnerisches Team bzw. Held one-shotten kann. Und das ist mit Baum und Gargoyle im gegnerischen Team notwendig, um da noch was reißen zu können. Aber Ätzen ist ein schönes Talent auf ihm, so wie hier auf dem Dreadwake. Auch sehr passend. Ja, okay, hier könnten wir ein Upgrade gebrauchen, noch auf dem 5er erquicken. Ja, Molter. Ein bisschen aus der Mode gekommen, aber mit einer Streuung oder einem Bollwerk sehr gut spielbar. 5er Erquicken Aries mit sehr wichtig für die PvP-Modi. Ja, vielleicht könnten wir hier auch ein Bollwerk verpassen, wenn wir dann ein paar Talente noch holen. 6er Bolli auf dem Gargoyle, super schönes Talent. 7er Bolli auf dem Grimm, perfekt. Ja, okay. 3er Wiederbeleben. Jetzt kommen wir, denke ich, zu den Helden, die noch etwas Liebe brauchen. Hier 1er Skill. Hier könnten wir ein Erquicken draufpacken. Rudi, der könnte auch ein höheres Bollwerk vertragen. Aber in erster Linie wollen wir ja gleich Helden rollen. Ja, Bersi, Druide, kann so aussehen. SM. So, ja. Jetzt sind wir hier, denke ich, schon eher bei den B-Helden, die irgendwann mal gelevelt werden. 5er Steuerung auf HP ist ja schön. Baum ist wichtig für GK. Oh, hier steht ja auch noch eine Medusa. Phantom King, Trixie, okay, Champion jetzt, ja. Hexa ist auch da. Beast, Lady Leo, Dragax, ja, der wichtigste Held für Lava 4. Lord Sabian, lieben Gruß. Und dann sind wir bei den Machtpushern. Okay, schauen wir mal, was hat er sich überhaupt gewünscht. Okay, also Anubis, Mia und den Samurai. Der Samurai wird Ronin sehr wahrscheinlich heißen. Also mit Anubis und Ronin die seltensten Helden, die man rollen kann, gewünscht. Und dazu noch ein Micha, auch ein neuer Held. Lady Boom fehlt ihm auch noch, wenn ich es jetzt hier richtig überblicke. Ja, die könnten wir auch noch gebrauchen. Und ansonsten ist ja eigentlich alles, was wichtig ist, da. Also Aries da, 5er Quicken, sehr wichtig. PD, Eros, die Hauptbuffer. Micha eben noch als neuer Buffer, als Caster, Dreadrake, Gargoyle. Also wunderschöner Account, wo eigentlich alles Wichtige schon mal da ist. Aber man kann ja immer so ein kleines Upgrade gebrauchen. Und wenn man schon die Chance hat auf einen Ela, warum nicht? So, na denn. Schauen wir mal. Lagerhausplätze sind frei, habe ich geguckt. Und wir starten mal. Wir brauchen auch noch jede Menge Evo-Kopien. Also im Grunde können wir hier sehr viel gebrauchen von den neuen Sachen. Nach Möglichkeit keine Splitterhelden. Wir fangen mit einem Schleim an. Nee. Oh, blau. Blau, okay. Mal gucken. 45k Gems. Bei. Vier neuen Helden, die wir brauchen. Eigentlich eine gute Chance, wenn nicht die zwei seltensten dabei sind. So, und jetzt könnte es Zeit werden für den ersten grünen Helden. Ah, Mann. Und Schleim. Und wir haben gleich 5k verbraucht. Und da kommt der erste Helden AC. Okay, dich brauchen wir nun mal gar nicht. Splitterhelden. Und grüne Helden könnten sie ja aussortieren. Schleim. Wow! Okay, sowas hat man verdammt selten. Ein Dreier legendärer Roll. Dreadrake, Trixie und Siren sind alle schon vorhanden auf dem Account, aber Kopien sind immer gut. Und ja, okay. Scheinbar legen wir jetzt los. Nachdem wir mit Blau gestartet haben, dreifach legendär. Ah, Snowy. Man braucht schon einen Snowy. Also Anubis wäre mega krass. Und den neuen Held hätte ich Bock. Hier dann auch noch mal ein bisschen zu testen, weil hier auf dem Account könnte man den tatsächlich ja mal direkt pushen. Also Samurai wäre mega geil. Aber wir nähern uns den ersten 10k und wir haben ein bisschen was rausgezogen. Ach, Pixie. Nee, naja gut, wir brauchen da hier noch jede Menge Kopien, dafür ist nicht verkehrt.
Aber ich überlege gerade, was würde dem Account am meisten bringen. Michael noch ein Buffer, okay. Ich denke wirklich, Anubis für die Wellen würde hier viel bringen. Oder Ronan. Mit dem könnte man wahrscheinlich auch viel, viel interessante Sachen auf dem Account machen. Und, jawohl, da ist der Michael. Also ich sollte drüber sprechen. Wir haben den ersten Helden, den er braucht, den Michael, als Buffer aus 45k, 13k. Da haben wir den ersten Helden. Wir schauen mal, ob Platz im Heldenaltar ist. Ja, einer ist frei. Können wir ihn direkt aufmachen und mal ein paar Talente rausgeben. Ja, okay, perfekt. Da hat er auch gleich ein paar Kopien. Ja, wenn der Account noch nicht ganz mit Doppel-Evo-Helden ausgeschaltet ist, ist es deutlich angenehmer. Hier kriegt man dann beim Rollen nämlich immer noch was raus, was einen voranbringt. So, Michael. Ja, Michael. Spiel ich mit 5er Erquicken. Der Account hätte hier andere Helden, wo ein 5er Erquicken sinnvoll ist. Oh, und ein 3er Negieren. Boah. Also, er hat auch zwei Boxen. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht aus ein paar Talent-Rolls ein Erleuchten oder so kriegen. Alles auf dem ist besser als diese Negieren. Zweier Erquicken können wir ihm erstmal raufpacken und zum Schluss können wir noch eine Box öffnen. Eins Erquicken nicht. Zweier Selbstzerstörung auch total uninteressant. Vielleicht ein Fünfer Talent hier zu bekommen. Aus ein paar Rolls, Kriegsgott. Nee, brauchen wir hier nicht. Ab Vierer Talente müssten wir gucken. Dreier Steuerung bringt auch nicht viel. Ach so, Machtpush kann ich immer noch gucken, aber es sind, denke ich mal, alles Dreier-Talente oder aufwärts hier für Machtpusher. Ja. Machen wir noch ein Talent. Machen wir zwei. Dreier live drehen oder Zweier erquicken. Heben wir erstmal auf für später. Wir haben zumindest schon mal ein Held bekommen, von denen, die gewünscht waren. Und ja, Anubis. Ja, warum hat IGG die ganz neuen Helden so selten gemacht? Rudi-Kopie? Sehr gut. Kann er auch wunderbar gebrauchen. Also neue Helden, neuere Helden kommen. Aber noch kein Highlight. Keiner der beiden extrem schweren Helden. So, blau, blau. Oh, dreifach blau. Ja, er hat noch zwei 5er Boxen, die wir aufmachen können. Und er könnte auch noch ein paar Talent-Upgrades brauchen. Ach, Schnitter. Wird jetzt, denke ich, im GK immer mehr durch die ganz neueren Helden abgelöst, wenn sich sogar das Sniper nicht jetzt ändert. So, zack, Druida. Na, eine Micha-Kopie würde ich gerne noch nehmen. Lady Boom wäre nicht verkehrt. Ein Paladin, nee. Splitterhelden brauchen wir gar nicht. Nee, dreifach blau. Ach, Death Knight. Ja, kann man für den World Boss hochziehen, aber nicht auf dem Account. Der hat hier so viel anderen Bedarf. Dreifach Schleim. So ein Dreier Leggy Roll wäre nochmal geil. Nee. Ah. So, nee, auch nicht. Jetzt haben wir ziemlich viel Blau. Könnten wir eventuell nochmal ein paar Talente machen. Vielleicht noch ein 5er Erquicken bekommen und. Ach. Schnitter, nee. Ich drücke ihm ja die Daumen, dass er aus dem Bingo-Event hier noch einen Drachen bekommt. Da ist Arktika bei und Elektriker. Und die Chancen sind gar nicht schlecht für eine Candy Cane. Nee, Candy Cane. Ein neuer Held ist schon mal dabei und ein zweiter wäre nicht schlecht. Ares, ja gut, für Devo. Beziehungsweise Evo bei ihm nicht verkehrt. Und wir sind gleich runter auf 10k. Und Ronin hätte ich ja hier gerne drauf. Boom! Noch ein neuer Held. Lady Boom. Also, die Helden war die von den vier gewünschten, die Chance, dass wir sie kriegen, mit am höchsten. Frage ist, wen opfern wir jetzt, oder? Na, Platz ist keiner frei. Er hat alle auch gekauft. Ach, wir können hier eigentlich. Gucken wir mal. Candy Cane, die Pixie mit Selbstzerstörung. Ah, die hatten 5er, die haben 4er. Ach, wir können ihm hier die eine Siren opfern in die andere Siren. Eine Sirene in die andere Sirene, da ist er perfekt. Kriegt er noch gleich ein Skill ab. Also zwei sogar. Nee, fehlt noch ein bisschen. Okay. Lady Boom. So, dann können wir nochmal nach Talenten gucken. Also zwei neue Helden. Und Micha, denke ich, ist für ihn der größere Fortschritt. Ja, und schon ein paar Kopien wieder. Das bringt auf jeden Fall was. So.
Schauen wir mal. Ach Quatsch, schauen wir mal rein. Bersi. 1er. Ah, sie holt sich ja eh ordentlich Leben. Ah, sie braucht auch Damage. Lassen wir hier das Zweier. Michael mit Life Drain ist aber auch interessant. Und Zweier erquicken bringt nicht wirklich was. Und der wird den Helden wahrscheinlich nicht so sehr im PvP einsetzen, sondern eher im PvE. Kann mal gucken, ob wir da noch was kriegen. Nee. Ach. Zweier Talente, 1er Streuung. Nee, auch nicht interessant. 1er Quick. Ja, können wir hier erstmal raufpacken. Besser als das 1er Bersi. 1er Selbstzerstörung. Ach, 1er Life Drain. Vielleicht für sie eher ein defensives Talent. Sie heilt sich ja sehr stark hoch. Movement Speed in der Arena wird man sie nicht spielen und sonst braucht man es eigentlich nicht. Wir packen es mal rauf. Wie viel haben wir noch? Noch 11k. Wir rollen noch ein paar Helden, gucken, ob wir noch einen Lucky Drop haben und ansonsten machen wir noch ein paar Talente. Wir haben noch eine 5er Boxen SK. Immer nice to have. Notfalls nutzt man sie zum Macht-Push. Aber Evo 3 kommt ja auch irgendwann. Harpy, okay. Jetzt kommen die Legendären. Ach, Anubis könnte noch dabei sein, ne? Anubis oder Ronin? Na los hier. Aber wir haben zwei neue Helden, das ist schon mal sehr geil. Ach, Wiedergänger. Ach, einer der neueren Helden, aber bisher kann man den kaum sinnvoll irgendwo einsetzen. So, wir sind unter 10k. Wir müssen noch fast alles ausgeben, damit wir die 45k rausgehauen haben und er seine 15 Chance beim Bingo hat. Ach, aber es sieht mau aus. Wir machen noch bis zum nächsten Legendären und dann schauen wir mal Talente. Wir haben die 5er Boxen, zwei Stück und wir wollen noch ein paar Gems für Talente. Der letzte. Oh, noch eine Kopie. Evo ist gesichert. Jetzt können wir noch ein paar Sachen in Talente reinhauen. Wir schauen nochmal eine Kopie. Michael haben wir. SK hat er auch schon. Aries hat er hier. Okay, hier sind schon ein paar Kopien da. Ein paar PDs. Ja, die kann man noch alles umwandeln in Ninjas für den Mach-Push. Ich schau mal. Also Hexer. Ja, wir könnten hier ein Upgrade gebrauchen. Ja, hat dann 5er Quick drauf. Das hätte er lieber wahrscheinlich jetzt so anders hingeschoben. Hier haben wir auch schon 5er Kriegsgott drauf. Ja, Hexer für GK ist dann noch eine gute Option. Hier brauchen wir 5er Quick. Hier könnten wir einen Body raufpacken. Wir haben den Michael in der Hinterhand. Und ich habe eigentlich immer Glück auf Drachen. Wir machen erstmal noch einen Roll und schauen, ob wir ihn noch mal kriegen. Dreier TT. Ist ein Held dabei, wo er das sinnvoll brauchen könnte? Ich glaube nicht. SK hat dann 5er drauf. Dreier TT. Nee. Wiederbeleben besser, Bollwerk besser. Fünfer Erleuchten kann man da erstmal drauf lassen. So gut ist ein Dreier tödlicher Treffer nicht. Außer für den World Boss. So, da hat er verlangsamt drauf, auch ziemlich gut für den World Boss. Okay, so nochmal schauen. Bin ich schon vorbei an seiner Sirene. Druide. Könnte man es auch aufpacken für den World Boss? Wo ist er? Ne, da lassen wir es von Barbersi drauf. Dann schauen wir mal nach seiner Sirene. Wo ist denn die? Die hat ja ein eingebautes Verlangsamen noch. Hat er gar keine so weit hochgezogen. Scheint hier hinten seine Main zu sein. Also Beastmeister für den World Boss, Siren für den World Boss. Kann man damit ausstatten. Okay, die hat einen Vierer Klinghülle. Kann man wegmachen. Wo ist denn sein Beastmeister? Ja, Talente ist immer so eine Sache. Jeder hat andere Vorstellungen, Vorlieben. Beastmeister hat 5er Hartnäckigkeit. Aber für einen World Boss kriegt er 3er TT. Da können wir sinnvoll einsetzen. So, also vor zum Molter. Wir machen mal eine Box auf. Dann machen wir Talente und noch die letzte Box. So, 5er erquicken wäre das Beste hier. Och, 5er Hartnäckigkeit. Also, Hartnäckigkeit. Kann man auf Michael spielen zum Beispiel? Da würde ich es jetzt erstmal raufpacken. Mal gucken, was haben wir hier? Dragax? Nee, nee. Also ist kein so schlechtes Talent für einen Michael. Aber aus meiner Sicht nicht das Beste.
Da bevorzuge ich auf Michael 5er Quick für PvP und für Death doch eher eine Schneinhaut. Aber ist natürlich der Held, der am meisten Leben im Spiel hat, kriegt dann nochmal mehr Leben. Kann man auf jeden Fall machen. So. Kann man sehr gut so spielen. Ich weiß, dass Kevin, also CC Friends, sehr begeistert ist mit seiner 8er Hartnäckigkeit auf dem. Kann man viel, viel mitmachen. 1er Body. Nee. Ein 3er Talent schauen wir uns nochmal an. Zweier erleuchten. Kann man auf jeden Fall auf einen von den ganz neuen Helden packen. Was haben wir hier? Ja, da packen wir lieber das Zweier erleuchten drauf. Zum Leveln. Da war jetzt kein so krasses drauf. Ne, Zweier Bersi uninteressant. Wuhu! Fünfer Streuung. Das kann man auf jeden Fall sinnvoll nutzen. Da müssen wir mal nach den Main-Helden gucken. Das bringt uns auf jeden Fall was. So, nein, nein, nein. Möglichkeit wäre Molda, damit zu spielen. Ach, auf ihr ist es natürlich auch nicht schlecht für die Wellen. Ich frag mal nach. So, also, 5er Streuung. Ich persönlich wird hier Molter favorisieren. Ich will mir jetzt allerdings auch noch eine Walle hochziehen für die Wellen mit Streuung. Und ein Phantom King kann man natürlich immer super gut mit der Streuung spielen. Ja. Ah, jetzt kommt seine Antwort. Ja, er sagt Molter. Ja, Molter für die Wellen mit Streuung sehr, sehr stark. Habe ich sehr lange gespielt. Bis AF war mein Molter immer dabei. Aber durch Elektrika jetzt abgelöst erstmal. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Also ein sehr schönes Upgrade. Streuung ist zwar so ein bisschen eher aus der Mode gekommen, aber immer noch super starkes Talent. So, wir schauen mal. Wir haben noch eine Box. Zweier erleuchten. Er hat zwar eigentlich überall schon Dreier drauf, glaube ich, hier, oder Vierer, aber wenn wir hier noch einen Dreier-Held finden zum Machtpush, ja, ich sage eigentlich immer so, ab Dreier erleuchten, aufheben, aber auf einem Account, wo ich ihn auf jeden Fall hinten noch Helden hatte mit Dreier-Talenten. Arias hat hier Dreier, da ist ein Vierer und hier war doch Siren hat. Könnte man auch runterschmeißen, die brauchen nochmal ein anderes Talent. Der hat Vierer, hier sind ein paar Dreier, Phantom Kings. Schmeißen wir die Klingenhülle runter. Kann man auf jeden Fall. Der bisschen Machtverlust ist nicht schlimm. Und das Zweier erleuchten, wenn man den Helden dann zum Machtpushen nutzt, bringt viel. Man braucht dann einfach weniger zum Hochziehen. So, noch ein paar Gems haben wir ja. Einser Bersi. Nee, brauchen wir nicht. Ach, noch ein Fünfer-Talent. Was relativ überflüssig ist. Ich schaue nochmal hier vorne durch. Nee, also auf keinen Fall. Nein, nee, da finde ich Wiederbeleben besser. Ist eher so ein Defensivtalent. Digga, spielt man eh nicht mehr. Ich überlege gerade, ob was. Phantom King auch nicht. Nein, nein. Orcsbane hat das Grab-Talent besser. Auf keinen Fall. Kriegsgott sehr gut. Nee, passt. Vierer ist auch gut. Ja, hier haben wir Drakax mit. Flammenwache. Ja, die Helden werden eh nicht so gespielt und das Talent ist da eigentlich nicht. So, aber war nochmal ein Fünfer. Ich hoffe, dass wir noch ein Fünfer vielleicht noch rauskriegen, egal was. Mal schauen. Ach, das ist das nächste Crap-Fünfer-Talent. Himmelzorn, Mann. Ja, wir wollen uns nicht beschweren. Fünfer-Talent ist schon mal nicht verkehrt, leider. Ach, kein. Quicken hätten wir hier super gut brauchen können. Nee, lass mal da Flammenwache drauf. Steinhaut. Ist eigentlich eher so ein Mach-Push-Held. Mach-Push-Talent. Scroll trotzdem nochmal. Ah, da hat er eh schon Vierer. Nee, nee, nee. Bei der Siren macht's auch gar keinen Sinn. Lady Leo auch nicht. Was haben wir hier? Haben wir die Hartnäckigkeit? Hier haben wir ein Zweier erleuchten. Wird man sie mit so einem Talent spielen? Sie holt sich extrem viel Leben zurück. Aber spielt man sie als Tank? Aber gut, Zweier erleuchten oder ein Fünfer-Talent, was brauchbar ist. Also was heißt brauchbar? Was man auf ja eventuell halbwegs spielen kann, wenn sie denn mal im Fokus steht und ihrem Proc ist, kriegt sie ja viel Leben wieder. Schmeiß mal das Zweier erleuchten runter. Ach Mann. So, ich schau gleich mal. Wir müssten gleich.
weiß noch nicht genau, ob wir 300 überlassen müssen oder ob wir wirklich auf 0 gehen mit dem 45k. Wir sind jetzt bei 400, zwei Einser noch. Ne, wir werfen mal einen Blick hier rein. Zack. Und sind bei perfekten 45.000. Können wir aufhören? Jetzt haben wir noch eine Box, die wir aufmachen können und dann kann das Talent machen. So, wir machen nochmal auf dem Volta die Box auf. Du hast ein sehr schönes Upgrade bekommen und hoffen auf einen 5er Quick. Ah, 5er ätzend. Ist ein potenzielles Talent, was einige auf Michael spielen. Ich finde es nicht so gut. Der Dreadrake hat SK, könnte man überlegen. Gerade wenn man nicht so Top 200, sage ich mal, PvP unterwegs ist, könnte ätzend für einen GK sehr gut sein. Aber die Entscheidung überlasse ich dir. So, nee, aber ansonsten. Nee, ansonsten echt schwer. Michael wäre noch eine Option, SK ist eine Option. Ansonsten kann man's, muss man es fast wegwerfen. Wiedergänger eventuell. Vielleicht kommt irgendwann ein Game Mode, wo man den sinnvoll einsetzt. Nee. Auch nicht. Kannst den zweiten SK damit hochziehen, kannst später entscheiden. Aber das überlasse ich dir. So, also ich finde, talentemäßig kam einiges bei raus. Wir haben zwei neue Helden bekommen. Zwar jetzt nicht die super seltenen, aber auf jeden Fall zwei neue Helden, Micha und Lady Boom. Micha kann man sehr gut überall einsetzen und Lady Boom hat auch viel Potenzial. Aber ich würde den Fokus wahrscheinlich auf Micha legen als weiteren Buffer, gerade für Dungeons mit Mino, drei Buffer, denn mit PD, Eros und ihm, denke ich, wird dich gut voranbringen. Ja, das soll es gewesen sein. Euer Hunter, tschüss!